Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Es geht genau jetzt weiter mit Geheimakte 2 Puritas Corridis. Beim letzten Mal gab es, naja, sagen wir mal, ein etwas nüchternes Erwachen am nicht so sonnigen, schönen Sandstrand der Nordsee. Und wir haben eine Menge Sachen kombiniert, haben uns den nächsten Strandabschnitt durchgeschlagen. Wir haben erfahren, warum der Brief, dieses uralte Pergament, so dringend gesucht wird, denn dort gibt es einen Hinweis darauf, wie sich die Prophezeiungen von Puritas Cordis aufhalten lassen oder vom Propheten Sadoda. Und wir haben auch unseren Begleiter durch ein kleines Schokofondue wieder zum Leben erweckt. Und das sage noch einer, Süßigkeiten seien etwas Schlechtes. Und jetzt... Der Koffer ist Schnauze. Jetzt werden wir uns hier weiter umschauen. Ich werde bestimmt irgendein Folterinstrument finden, das den Koffer überreden kann, mir seinen Inhalt preiszugeben. Jetzt haben wir noch ein paar Sachen zu looten. Also, was haben wir denn hier? Der Anzug sieht noch ganz gut aus. Und hier ist noch eine Digitalkamera. Ich glaube, ich sollte häufiger gestrandete Koffer durchwühlen. Ja, da ergeben sich auf einmal ganz neue Möglichkeiten, oder? Ja, und dieser Koffer hat ganz eindeutig einem Hippie gehört, das sehen wir. Da ist nichts brauchbar. Der macht noch ein ganz paar... Wir können ihn ja Barney geben. Eine ziemlich moderne Digitalkamera. Damit kann man vermutlich sogar Bakterien beim Wachstum beobachten. Ja, das waren noch Zeiten. Digitalkamera und so. Der sieht zwar leicht zerfleddert aus... Eine Landkarte. Mindestens genauso zerfleddert wie der Rucksack. Ich habe erst Trans-Rucksack gelesen. Eine Landkarte von Nordfrankreich. Die Pappe ist total durchweicht. In dem Zustand ist damit nichts anzufangen. Schade um das gute Stück. Wurde vermutlich auch von der Flutwelle mitgerissen. Ja, sie fährt ja Motorrad, von daher kann ich verstehen, dass sie da leidet. Was haben wir denn noch hier? Ja, okay. Ein Erdrutsch haben wir hier. Schön. Ob dieser Erdrutsch durch die Flutwelle ausgelöst wurde? Nein. Es macht noch einen halbwegs stabilen Eindruck. Kein Segel, kein... Und auch hier haben wir wieder das Meer auf unserer Seite. Gut, also, erstmal untereinander kombinieren. Das kennen wir ja. Gibt ja nicht viele neue Reisegefährten, aber... Ihr habt das Problem schon gehört. Wir können zum anderen Strandabschnitt zurückkehren. Und das bedeutet nun mal, dass wir wahrscheinlich ein bisschen hin und her traveln müssen. Bis das Rätsel hier endgültig gelöst ist. Nicht meine Größe. Hier, schauen Sie mal. Ich habe hier ein paar hübsche, trockene Klamotten für Sie gefunden. Na gut, hübsch ist übertrieben, aber zumindest trocken sind sie. Sie würden auch prima eine fürsorgliche Ordensschwester abgeben. Na, jetzt übertreiben Sie es mal nicht. Ziehen Sie sich lieber gleich um. Ich werde auch nicht hinschauen, versprochen. Schon viel besser. Naja, und außerdem, für den Beruf der Ordensschwester fehlt ihr die Unschuld, nenne ich es jetzt mal. Der geneigte Zuschauer, der nicht weiß, wovon ich rede, der muss sich einfach den Abspann von Geheimakte 1 anschauen. So, das hatten wir schon. So, Digitalkamera, welche hübschen Bilder kannst du denn machen hier? Ich bin nicht sonderlich. Okay. Für eine Fototapete ist er zu alt. Okay. Sehr freundlich. Ja, die Schaufel könnte ich durchaus als Ruderersatz verwenden, wenn... Ach so, okay, dann später. Den ganzen Erdrutsch abzutragen kann ich vergessen. Aber ich werde mal hier vorne graben, wo die Verpackungsreste liegen. Ein Ventilator für die Lichtmaschine eines LKWs. Da hat sich die Buddelei ja mal wirklich gelohnt. Also in Sachen Fahrzeugtechnik kennt sie sich wirklich ein Stück weit aus. Das muss man neidlos anerkennen. Ah! Vielleicht könnte ich den Ventilator tatsächlich als Schiffsschraube verwenden. Ja, und bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Es macht noch ein... Ruhe. So, weiter geht's. Also, was ich noch erwähnen wollte, das war die Musik aus der Cutscene vom letzten Mal.
Diese epische Choralmusik. Der Motor macht. Die war echt schön. In dem Zustand ist damit nichts. Hör doch auf. Der Motor macht noch einen halbwegs brauchbaren Eindruck. Allerdings macht er auch einen extrem schweren Eindruck. Und damit in der Gegend rumzulaufen ist kein. Ich habe ja schon so einige Motorräder repariert, aber das hier ist mal was wirklich Neues. Ein weiser Mann hat einmal gesagt, wenn das Boot nicht zum Motorrad kommen will, dann muss das Motorrad eben zum Boot kommen. Da hätte ich jetzt gerne einen Quellennachweis und komme jetzt nicht mit Wikipedia. Ja, so könnte das was werden. Sitzt, wackelt und hat Luft. Den Ventilator als Schiffsschraubenersatz verwenden? Warum nicht? Darum nicht. Eine Schiffsschraube muss im Wasser und dementsprechend unterhalb des Bootes liegen. Ist zufällig eine Hebebühne in der Nähe? Ja, die... Warte, was? Ja, die Schaufel könnte ich durchaus als Ruderersatz verwenden. Ach so, geht nicht. Schade. Gute Idee. Damit kann ich das Boot anheben. Sieht ein bisschen aus wie ein Luftkissenboot. Warum das bloß? Ein fast perfekter Ersatz für eine Schiffsschraube. Ich bin begeistert. Und wieder einmal hat sich meine Ausbildung zur Motorradmechanikerin bezahlt gemacht. Okay, das mit der Fahrzeugtechnik war gar nicht so fern. Sie ist ausgebildete Motorradtechnikerin. Mechanikerin, Verzeihung. Dass sie sich da natürlich damit auskennt. Ist in diesem Moment Gold wert. So, wollen wir jetzt gehen? Ja, die Schau... Sieht so aus, als wäre es startbereit. Wenn der Vikar jetzt keine Einwände mehr hat, dann können wir los. Also bis jetzt bin ich begeistert, wie das hier läuft. Aber er hat bestimmt Einwände. Alles klar bei Ihnen? Ich fühle mich zwar noch etwas schwach, aber es geht schon. Ich soll also heraus... Ja, wir müssen schnell... Ja, klingt logisch. Ich werde mich... Ich würde... Schon okay. Musst du es erst selbst sehen? Was ist denn dein Problem? Eine Landkarte von Nordfrankreich. Wie können wir feststellen, wo wir uns... Können Sie mich bitte... Klar, kein Problem. Schade. Ach, die Straßenschilder. Ja, natürlich. Wie? Ah, wollte sagen, mach mich nicht schwach. Die Kombination. Ich kann das von hier lesen. Wollt ihr mich verarschen? Dank des digitalen Zooms kann ich auf dem Foto von dem Wegweiser sogar die... Dank des digitalen Zooms kann ich auf dem Foto von dem Wegweiser... Auf der Landkarte sind auch die Orte verzeichnet, die ich auf den Straßenschildern gelesen habe. Sogar dieses Gatineau, von dem David Corell gesprochen hat, ist nicht gerade ein Katzensprung, aber immerhin leicht zu finden. Einfach immer nur Seine aufwärts. Alles klar, ich habe mich deutlich getäuscht. Wir sind nicht an der Nordsee, wir sind in Frankreich. Okay, dann hat der Tsunami halt Frankreich getroffen, naja. Irgendjemanden trifft es halt immer. Alles klar bei Ihnen? Ich fühle mich... Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Aktueller Standort, Karte für das Ziel, ein halbwegs fahrtüchtiges Boot und trockene Klamotten. Ja, ich denke, wir können uns auf den Weg nach Gatineau machen. Hoffentlich finden wir dort die gesuchten Hinweise. Ja, das hoffe ich auch. Ganz schön dunkel hier drin. Man sieht ja kaum die Hand vor Augen.
Aber zumindest bin ich jetzt schon mal im Tempel und meinem Ziel, Sam zu befreien, ein gutes Stück näher. Ihr seid Arschlöcher, Animation Arts. Scheiß Cliffhanger. Und was habe ich gesagt? Sie sind zusammen dem Sonnenuntergang entgegengefahren. Ist das nicht romantisch gewesen? Also ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden, dass die Strandpassage jetzt einfach dermaßen reibungslos lief, muss man echt sagen. Klar, ich habe jetzt die Folge und die letzte Folge am Stück aufgenommen. Ich veröffentliche im Moment immer 2 Folgen pro Woche, damit es ein bisschen schneller geht, damit noch genug Zeit für Geheimakte 3 ist. Und von daher, umso besser, wenn es in 2 Folgen am Stück so richtig läuft. So, gehen wir mal in den Tempel zurück. Jetzt haben wir auch Zeit für Max. Boah. Ein rötlicher Lichtschimmer. Woher der kommt? Was soll das denn hier? Hier geht ja gar nichts. Ich ziehe die Folie mal über die Helmlampe. Ach, dafür ist das. Es werde Licht. So eine Helmlampe ist schon eine feine Sache. Durch das farbige Licht wurde aus einer seltsamen Wandmalerei ein seltsames Symbol. Und gibt's jetzt mehr? Natürlich gibt's jetzt mehr. Hier ist eine quadratisch geformte Nische in der Wand. Bestimmt muss man was hineinlegen. Hier, versuch mal. Dreck. Würde mir jetzt nichts einfallen, was man reinlegen könnte. Nö. Gut, gucken wir mal weiter. Antike Schaltpult, großartig. Das hat jetzt noch gefehlt. Hier befinden sich 3 Reihen von Steinknöpfen mit vielen verschiedenen Symbolen. Sieht ein bisschen aus wie ein antikes Schaltpult. Ich will es mir angucken. Hier befinden sich... Welchen Knopf soll ich in der obersten Reihe drücken? Ah, vielleicht hat das... Nein, das lassen wir uns mal schön. Wir gucken uns dieses Symbol mal an. Durch das farbige Licht wurde aus einer seltsamen Wandmalerei ein seltsames Symbol. Ich glaube, das muss ich mir sogar aufmalen. Weil ich glaube, ansonsten haben wir da ein leichtes Problem. Ich mal mir das jetzt tatsächlich einmal kurz auf. So, und jetzt müssen wir bestimmt eine... Den habe ich gerade auch. Bevor ich den Luftballon auf die Helmlampe ziehe, nehme ich die Folie mal wieder runter. Okay, so hatte ich das nicht erwartet. Alles klar. Ja, das dachte ich mir nämlich... dass da jetzt so verschiedene Dinge rauskommen. So, und jetzt fehlt nämlich noch da... Moment, konnte man das auch noch? Bevor ich die Flagge um die Helmlampe wickle, ziehe ich den Luftballon mal wieder ab. Großartig, was ist das denn, ein Fisch? Also dagegen ist ja... ist Mandarin ja ein Witz. Das ist, glaube ich, wirklich ein Fisch. So, habe ich noch irgendwas, was ich aufziehen kann? Rot, grün? Nein, einfach nur... Den habe ich gerade... So, das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein, ein Zeug. So. Hier befinden sich... Ruhe, Max. Hier befinden sich 3 Rabel. Ja, ist okay. So. Wir haben das Symbol... Und das gibt es auch. Aber wie finde ich raus, welches zuerst gedrückt werden muss? Welches Symbol? Was soll... Komisch. Ach, da ist es. Tut sich nichts. Ja, ist okay. Hier befindet welchen? Boah, Max, du nervst. Muss ich jetzt echt alles ausprobieren? Welches Symbol? Was so... geschafft. Das dürfte die Rückwand von dieser schrecklichen Fratze sein. Dementsprechend müsste ich mich jetzt direkt hinter Sam befinden. Sam? Sam, hörst du mich? Was? Was war das? Es kam direkt aus dieser schrecklichen Fratze! Aber es klang beinahe menschlich. Das kann nicht sein. Mein Verstand spielt mir einen Streich... Das kann einfach nicht sein! Reiß dich zusammen! Du hast dir das nur eingebildet!
Die Statue wirkt wie ein Megafon. Man kann dich meilenweit hören. Deine Stimme ist zwar extrem verzerrt, aber die Wache merkt trotzdem, dass es eine menschliche Stimme ist. Und wenn der Typ Verdacht schöpft, haben wir ein Problem. Aber solange wir das Überraschungsmoment noch auf unserer Seite haben, sollten wir das ausnutzen. Zu zweit werden wir den Typen ja wohl packen, oder? Ich habe keine Ahnung, wie Max es durch den Hintereingang des Tempels geschafft hat, aber mit ihm zusammen hat sich meine Lage deutlich verbessert. Trotzdem, die Wache ist bewaffnet und sein Kollege hängt hier auch noch irgendwo rum. Wir müssen also extrem vorsichtig sein. So, und was habe ich gesagt? Es wird eine, nein, das habe ich nicht gesagt, aber ich habe es erwartet. Es wird jetzt eine Teamplay-Aktion. Großartig, und ich bin einfach gerade schon wieder etwas zufrieden mit mir selbst, dass ich dieses Rätsel durchaus probierend so gelöst habe. Großartig, so. Wir machen jetzt aber pünktlich Schluss nach der überlangen Ausgabe vom letzten Mal. Und das ist auch ein ganz guter Moment. Und beim nächsten Mal wisst ihr, was kommt. Max und Sam werden jetzt, wie Max und Moritz damals, streichelmäßig dem Kerl so richtig eins auf die Nase geben und dann gemeinsam verschwinden und sich totlachen. Und darauf können wir uns beim nächsten Mal freuen. Also, dranbleiben und bis zum nächsten Mal.